willkommen zu Ausgabe Nummer 2 Muckbook im Lovelace Hotel. Die Interviewreihe immer noch ohne Namen. Haben uns noch nicht drum gekümmert, wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Heute haben wir den ersten richtigen Gast, Kerim Schamberger. Hi, servus. Und du sitzt hier, warum eigentlich? Was machst du so? Erzähl mal. Puh, was mache ich so? Also ich bin an der Ludwig-Maximilian-Universität angestellt als Doktorand und schreibe dort gerade meine Doktorarbeit zum kurdischen Mediensystem. Und wie war das so mit deiner Anstellung? Alles easy, ja. Alles easy. Ja, das war ein bisschen komplizierter, weil bayerische Sicherheitsbehörden, namentlich der Verfassungsschutz in Bayern, gemeint haben, mich nicht anstellen zu wollen, beziehungsweise zu verhindern, dass ich angestellt werde, weil ich angeblich ein Verfassungsfeind bin. Wieso bist du denn ein Verfassungsfeind, Kevin? Siehst gar nicht so aus. Ich bin kein Verfassungsfeind, sondern ich bin primär Kommunist, bin Marxist und wollte auch in diese Richtung forschen und auch Lehre machen. Und Bayern hat da eine ganz alte Tradition, nicht nur Bayern, aber vor allem Bayern, der Berufsverbote, also dass Leute, die in linken Organisationen sind, nicht im öffentlichen Dienst arbeiten dürfen. Gibt es seit den 70er Jahren, eingeführt damals von Willy Brandt. Und in Bayern hat es auch Hunderte getroffen, ganz Deutschland Tausende. Und Bayern ist aber das einzige Bundesland, wo das immer noch in Kraft ist, nach 1989, nachdem der Kalte Krieg vorüber war. Bayern meint aber immer noch, diesen Kalten Krieg fortsetzen zu müssen. Und deshalb, die Auswirkungen habe ich gespürt davon. Tatsache. Nun bist du ja in den letzten Zeit, gibt es viel zu lesen über dich. Bei dir gab es eine Hausdurchsuchung vor 2 Wochen ungefähr. Genau. Wieso gab es denn bei dir eine Hausdurchsuchung? Was haben die gesucht bei dir? Ganz konkret haben die gesucht meinen Laptop, mein Handy und irgendwelche digitalen Speichermedien. Die Begründung war, dass ich auf Facebook Bilder gepostet hätte von Organisationen, die angeblich terroristisch wären. Ganz konkret handelt es sich um die YPG, YPG. Das sind die kurdischen Volksverteidigungseinheiten in Nordsyrien, die dort den effektivsten Kampf gegen den sogenannten IS führen, zusammen mit der Anti-IS-Koalition, in der 70 Staaten sind, also Deutschland, USA, Frankreich, Großbritannien etc., aber eben auch Deutschland. Dort arbeiten sie zusammen, aber in Deutschland sagen sie, das sind Terroristen. Ein bisschen komisches Verhältnis haben die, glaube ich. Spannend. Und das haben sie dann alles mitgenommen? Laptops, Handys? Ja. Oder hast du das mittlerweile schon wieder? Montag früh, es klingelt 6 Uhr. Ich habe noch geschlafen und 5 Polizisten stehen vor meiner Tür und haben gesagt, sie rücken das jetzt entweder raus oder wir durchsuchen ihre ganze Wohnung. Und dann habe ich gesagt, ja, bevor sie alles durchsuchen, gebe ich ihnen meinen Laptop und mein Handy. Und 2 USB-Sticks, genau. Und ich habe es immer noch nicht bekommen. Erfahrungsgemäß kann das Wochen dauern. Skandalös fand ich zum Beispiel, dass der leitende Polizist gesagt hat, ja, wenn sie uns nicht die Zugangsdaten geben, also die PIN-Codes oder so, dann könnte es sein, dass die Geräte auch kaputt zurückkommen. Oha. Was droht dir da jetzt für eine Strafe in dem Vorfall? Ich glaube, am meisten bestraft ist mittlerweile die Staatsanwaltschaft München, weil die öffentliche Aufmerksamkeit schon gezeigt hat, was für einen Unsinn sie da betreiben. Was mich betrifft, wenn sie es zur Anzeige bringen, das ist ja noch unsicher, wenn sie es zur Anzeige bringen, dann rechne ich mit einer Geldstrafe beziehungsweise eigentlich mit einem Freispruch, weil dieses Verbot nicht haltbar ist von diesen Symboliken. Würdest du da auch dagegen nochmal in Instanz gehen, wenn eine Verurteilung kommt? Ja, klar. Also wir überlegen uns gerade, dass wir daraus einen Präzedenzfall machen. Ich bin nicht der Einzige, gegen den die Staatsanwaltschaft München dort wütet. Sie hat gegen Dutzende, ja gegen Hunderte Leute Ermittlungsverfahren aufgenommen. Durch einen dummen Zufall aus ihrer Sicht ist rausgekommen, dass die Staatsanwaltschaft München 190 Ermittlungsverfahren eingeleitet hat gegen Leute, die auf Facebook sind und meine Posts geteilt haben. Jetzt in ganz Deutschland laufen jetzt Staatsschutzbeamte rum und laden irgendwelche unbehelligten Leute vor und die müssen aussagen, warum sie meine Posts auf Facebook geteilt haben. Also eine absurde Situation, die zeigt, dass der Rechtsstaat anscheinend doch nicht überlastet ist beziehungsweise eindeutig die falschen Prioritäten setzt. Wenn das aus deiner Sicht so skandalös ist, kriegst du da politische Unterstützung oder auch finanzielle Unterstützung? Ich meine, ein Anwaltenverfahren ist ja nicht gerade billig. Wer hilft dir da? Also es gab eine riesige Welle der Solidarität über politische Lager hinweg, die gesagt haben, was da passiert, ist ein Unding.
Es haben die, zum Beispiel die Linksfraktion in Hamburg hat eine Soli-Erklärung beschlossen, die Stipendiatinnenkonferenz der Hans-Böckler-Stiftung haben einhellig eine Soli-Erklärung beschlossen. Also das ist wirklich riesig und ich habe hunderte, tausende Nachrichten bekommen von wegen, ja, wir stehen an deiner Seite. Es geht ja nicht nur so um mich, um meine Person, sondern es geht vor allem um die Sache, also dass kurdische Organisationen, die politische Arbeit machen, hier verfolgt werden. Also man muss sich das mal vorstellen, man flieht aus der Türkei als Kurde, man flieht aus Syrien als Kurde vor dem IS oder vor dem Regime in Ankara, vor Erdogan und wird dann hier ebenfalls mit Verfolgung und Repression bedroht. Das ist ein ziemlich ungutes Zeichen, finde ich, das wir hier aussenden. Das checken die Leute aber mittlerweile und deswegen war die Solidarität bundesweit immens. Und auch die finanzielle Solidarität in einem gewissen Sinne. Es gab einen Aufruf auf Facebook von Leuten, die ich nicht kannte, die meine PayPal-Adresse rausgefunden haben. Und auf einmal hatte ich 1.400 Euro auf meinem PayPal-Konto. Ich habe jetzt den größten Teil davon gespendet an die Erdbebenopfer in Kurdistan. Aber ich habe mir auch ein neues Handy gekauft von dem Geld, damit ich sozusagen meine Arbeit, die ich auf Facebook mache, ungestört wieder weitermachen kann. Was für eine Arbeit machst du denn auf Facebook? Ich poste eigentlich tagtäglich Nachrichten aus der Türkei und Nordkurdistan, also was dort so passiert. Ausgehend von der Erfahrung, dass normale Medien sehr langsam reagieren, bis vor kurzem auch kein richtiges Personal hatten, Nachrichten zu übersetzen und dann zu veröffentlichen. Ich kann Türkisch, ich lese die entsprechenden Medien, ich weiß, was es noch für Nischenmedien in der Türkei gibt. Die meisten alternativen Linken sind ja verboten. Aber ich folge zum Beispiel auf Twitter ganz vielen kurdischen und türkischen fortschrittlichen Journalisten, die jetzt als Einzelpersonen die Nachrichten verbreiten. Und das Einzige, was ich eigentlich mache, ist das zu übersetzen und manchmal auch zu kommentieren und auf Facebook zu posten. Aber nun sind die Kurden ja jedenfalls im öffentlichen, deutschen öffentlichen Verständnis deckungsgleich oder eng verzahnt mit der PKK, die in Deutschland und auch in anderen Ländern als Terrororganisation verboten ist. Mhm. Solidarisierst du dich da mit der PKK? Stehst du klar auf Seiten der PKK? Oder, also ich bin erstmal prinzipiell auf Seiten des Friedens. Man muss dann schauen, wie erreicht man in der Türkei möglichst schnell einen Frieden. Den Frieden erreicht man, indem man sich an einen Verhandlungstisch setzt und verhandelt und darüber redet, wie man denn zu einer gemeinsamen Lösung kommen kann. Diese Phase der Verhandlungen gab es 2012 bis 2015 in der Türkei, war eine, sagen wir mal, eine Zeit, die in der Türkei bisher unbekannt war. Es war Ruhe da, die Zivilgesellschaft hat sich entwickelt und dann hat der türkische Staat einseitig diesen Friedensprozess abgebrochen und wieder den Krieg gegen die kurdische Bevölkerung und gegen die PKK aufgenommen. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin auf Seiten des Friedens, dann bin ich dafür zum Beispiel, dass in Deutschland die PKK von der Terrorliste gestrichen wird, damit gleichberechtigte Verhandlungen, vielleicht sogar in Deutschland als Vermittlungsland, möglich sind. Das geht nicht, wenn ein türkischer Staat auf der einen Seite ist und eine illegalisierte Organisation, die nicht öffentlich arbeiten kann. Das sind keine gleichberechtigten Verhältnisse. Deshalb muss die PKK legalisiert werden, damit es dort zu Verhandlungen kommen kann. Und insofern bin ich auf Seiten der PKK, dass ich sage, sie muss wieder in den Diskurs mit aufgenommen werden, in die Gespräche mit aufgenommen werden. Der Krieg geht seit 1984 in der Türkei und die Waffen haben nichts gelöst, auf beiden Seiten nicht. Und deshalb brauchen wir Gespräche und das geht nur über diesen Weg. Aber von der PKK gehen ja auch Anschläge aus, ne? Also die gehen dann auf Polizisten oder auf Bürgermeister. Oder auf Zivilisten. Oder auf Zivilisten, die sterben da ja auch. Also Das ist eine Frage der Einschätzung. Ist in der Türkei eine Opposition im demokratischen Wege noch möglich? Also die Türkei ist ein Land, das sich in Richtung Faschismus entwickelt. Ich würde es nicht als faschistisch bezeichnen, aber es ist ein faschistoides Land, in der jegliche kritische Meinungsäußerung verboten wird. Und es ist so ein bisschen die Frage, was hätten denn die Partisanen in Jugoslawien gesagt, nachdem sie Anschläge auf Wehrmachtssoldaten aus Deutschland gemacht hätten? Hätten die dann gesagt, ja, macht das nicht, das ist Gewalt. Also ich will das nicht unbedingt gleichsetzen. Ich meine nur, man muss sich die Lage der Bevölkerung dort vor Ort anschauen. Und ich war sehr oft in der Region und es ist wirklich furchtbar, was dort passiert. Die Türkei verhält sich wie eine Besatzungsmacht dort. Ein Militärcheckpoint nach dem anderen etc. pp. Es gab und gibt immer wieder auch tote Zivilisten. Das ist absolut abzulehnen. Und deshalb ist meine Motivation, auch mich so zu engagieren, eigentlich für einen Frieden einzutreten. Die überwiegende Zahl der Toten geht aber auf das Konto des Staates. Das ist natürlich nicht richtig, das so gegeneinander aufzuheben, aber man muss die PKK für ihre zivilen Opfer
kritisieren, ja, aber dann muss man die gleiche Kritik auch an den türkischen Staat beziehungsweise die viel größere Kritik, weil was, wir haben hier ein asymmetrisches Kriegsverhältnis. Auf der einen Seite ein hochgerüsteter Staat, NATO-Mitglied, eine der größten NATO-Armeen der Welt, und auf der anderen Seite eine, sagen wir mal, eine Volksbewegung, denn ohne die Unterstützung des Volkes wäre so ein Krieg über 30 Jahre nicht möglich, und die versuchen mit einfachsten Mitteln Widerstand zu leisten. Ich persönlich finde es schade, dass es mit Gewalt sein muss, mit Krieg, aber diese Leute dort unten sehen wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. Ich kann es mir nicht anders erklären, und deshalb bin ich eigentlich immer auch in Deutschland, und als ich noch in die Türkei einreisen durfte, war ich immer in Friedensinitiativen, Aktionen aktiv, damit es zu einem Gespräch kommt. Ich bin ja selber Türke, Halbtürke. Ein Beispiel: meine Cousins in der Türkei müssen alle zum Militär, sie werden zwangseingezogen, dort ist ja Wehrpflicht. Und die stehen auch teilweise in Nordkurdistan, in den Bergen dort gegen den PKK-Guerillakämpfern gegenüber. Und ich will ehrlich gesagt, dass keine von den beiden Seiten mehr stirbt, sondern dass es zu einem Frieden kommt, der gerecht ist und auf Gleichberechtigung basiert. Und das ist sozusagen mein Antrieb. Aber wieso ist jetzt für dich die PKK hier die große Hoffnung? Die PKK tötet Zivilisten, verübt Selbstmordanschläge, tötet in erster Linie mal, verübt sie Anschläge auf Polizisten und auf staatliche Einrichtungen. Und du hast gerade selber gesagt, du wirst dich dafür einsetzen, dass sie von der Terrorliste runtergenommen wird. Wie kann man eine Vereinigung von der Terrorliste runternehmen, wenn sie Zivilisten tötet? Und die zweite Frage, gibt es denn niemand anderen außer die PKK, mit dem man da über Frieden verhandeln kann? Muss es dann unbedingt die PKK sein? Erstens, zur ersten Frage, wieso steht dann der türkische Staat nicht auf der Terrorliste? Ich meine, er hat in den Jahren 2015, 2016, vor nicht mal einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, hat er Dutzende von kurdischen Städten dem Erdboden gleichgemacht. In Cizre, einer Stadt im Dreiländereck Türkei, Syrien, Irak, sind 150 Menschen in verschiedenen Kellern der Stadt umgebracht worden, in dem Benzin in die Keller geleitet worden ist vom türkischen Militär. Ich meine nur... Nun klar, aber es ist ja nun kein Argument zu sagen, nur weil einer auf der Terrorliste fehlt, können wir noch einen anderen mit runternehmen. Nee, ich bin nicht dafür, die Türkei auf die Terrorliste zu setzen, sondern ich bin nicht dafür, die PKK von der Terrorliste zu streichen. Weil das sozusagen die Möglichkeit gibt, in Verhandlungen einzutreten und nicht jegliche kurdische Aktivität hier in Deutschland, vor allem aber auch in der Türkei, mit dem Terrorstempel zu behaften. Du hast gefragt, ob es andere Gesprächspartner gibt. Gab in der Türkei andere Gesprächspartner. Das war die HDP, die Demokratische Partei der Völker, für die ich mich auch sehr eingesetzt habe. Das ist so eine linke, pro-kurdische, pro-demokratische Sammlungspartei, Bündnispartei. Und was haben wir dort erlebt? In den letzten Monaten wurden Tausende von diesen Mitgliedern, Aktivisten festgenommen. Es sitzen ungefähr 9 bis 10 gewählte Parlamentarier der HDP im Gefängnis. Es sitzen die Vorsitzenden der Partei im Gefängnis. Und diese Partei war eigentlich das Scharnier für einen Frieden. Aber was passiert ist, dass der türkische Staat alle festgenommen hat und als einziger Ansprechpartner logischerweise deshalb momentan nur die PKK bleibt. Die PKK muss an den Friedenstisch gebracht werden. Die PKK ist der wichtigste Ansprechpartner in einem Frieden, weil nicht die HDP hat die Waffen, sondern die PKK. Und wenn wir wollen, dass die Waffen auf beiden Seiten niedergelegt werden, dann müssen beide Seiten an einem Verhandlungstisch sitzen. Nun bist du ja aber nicht deswegen im Visier der Fahnder, weil du die PKK unterstützt, sondern weil du die YPG unterstützt. Mhm. Und Symbole dieser Freiheitskämpfer auf Facebook gepostet hast. Der deutsche Staat und auch andere Staaten sagen, das ist der verlängerte Arm der PKK in Syrien. Würdest du das unterschreiben? Nee, das würde ich nicht unterschreiben. Was ich unterschreiben würde, ist, dass sozusagen die Weltanschauung, die Herangehensweise an die Analyse des Mittleren Ostens eine ähnliche ist. Und zwar, weil beide Bewegungen inspiriert sind durch Abdullah Öcalan, dem Gründer der PKK. Der auch Attentäter verübt hat. Öcalan hat keine Attentate verübt. Er ist sozusagen der Gründungsvater der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, okay. 1978. Öcalan ist in den letzten Jahren immer derjenige gewesen, der aus dem Gefängnis heraus zum Frieden aufgerufen hat. Jetzt zu der Frage, ursprünglichen Frage zurück. Es gibt sozusagen eine weltanschauliche Überschneidung, zum Beispiel, dass man für die Frauenbefreiung ist, was für die PKK sehr wichtig ist, was aber auch für die YPG wichtig ist. Sieht man zum Beispiel daran, dass es die YPG, YPJ, das sind die Frauenverteidigungseinheiten, gibt, dass es versucht wird, in Nordsyrien basisdemokratische Strukturen zu etablieren.
Insofern gibt es eine Gedankenverwandtschaft, aber strukturell haben die nichts miteinander zu tun. Also es kämpfen in der JPG ganz viele Araber, ganz viele Assyrer, ganz viele andere der ethnischen Minderheiten, die es in Nordsyrien noch gibt. Das sind ja nicht nur die Kurden. Und deshalb zu sagen, ja, das ist alles die kurdische PKK, ist schon auch vermessen denjenigen Kräften gegenüber, die noch dort alle zusammenkämpfen. Wie bist du denn eigentlich Kommunist geworden? Wie bin ich Kommunist geworden? Ja. Im Biergarten? Nee. Ich würde sagen, durch Lesen. Also ich war mit 12, 13, 14 so ein Bücher-Nerd, also Nerd wirklich, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat irgendwann, also so konstruiere ich mir das im Nachhinein, mein Vater hat mir mit 14 zum Geburtstag eine Biografie von Che Guevara geschenkt. Mhm. Und ich so, boah, geil, was ist das für ein toller Kerl. Und irgendwann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, für was der sich eigentlich eingesetzt hat. Also nicht die Person, sondern was für Gedanken hinter dieser Person standen. Und habe mich dann angefangen zu beschäftigen mit dem Marxismus, mit dem Kommunismus und so weiter. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Und für mich als Marxist ist ganz wichtig, nicht nur die Theorie. Okay, ich bin Wissenschaftler, ich mache viel mit Theorie, in meinen Kursen auch in der Uni und so weiter, das ist klar. Aber die Praxis gehört auch immer dazu. Und deshalb habe ich mich dann auch irgendwann angefangen zu engagieren und bin dann in die DKP eingetreten, vor 15 Jahren, in die ich aber diesen Monat wieder ausgetreten bin. Also genau. Das Wieso bist du wieder ausgetreten? Aus parteiinternen Quälereien, Diskussionen über die Ausrichtung der DKP, aber ich glaube, das ist nicht so spannend für die Bevölkerung oder für die Menschen. Wie lebst du denn deinen Kommunismus im Alltag? Aber du tust es schon tatsächlich aktiv. Also ich lebe mein, das ist natürlich, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist natürlich ein leicht zu sagender Spruch. Wir sind hier im Lovelace. Im obersten Stock sind die ganzen Juppies und schlürfen ihren Sekt. Wo wir nachher aber auch ganz gerne wieder hochgehen, oder? Solange es noch kostenlosen Alkohol gibt. Ja, ich habe hier so einen Stempel. Da gibt es Free Drinks. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst ist alles aus, sonst kann ich es mir nicht leisten. Also ich lebe das vor allem aus durch meinen Aktivismus. Also dass ich zu einem Themengebiet, es gibt ja viele Themengebiete, auf denen man aktiv ist. Bei mir ist das Thema Türkei, Kurdistan, Situation im Nahen und Mittleren Osten, dass ich da halt viel mache, mich engagiere, nicht nur im Internet, sondern auch auf Demos gehe, Veranstaltungen organisiere, Kinovorführungen durchführe und solche Sachen. Aber ist der Kommunismus für dich nicht gescheitert? Mit dem Zerfall der Sowjetunion und mit einem krass totalitären System, was da errichtet wurde, in quasi allen sozialistischen Staaten, hat es ja dann irgendwann zu einer extremen ausbeuterischen Diktatur geführt. Die Sowjetunion ist gescheitert, ja. Es war eine ausbeuterische Diktatur in weiten Teilen, ja. Das stimmt. Es gab auch positive Errungenschaften. Also ich sehe das sehr differenziert. Aber die Frage ist, sind deshalb die Ideen von Karl Marx falsch? Also für mich scheitert der Kapitalismus auch jeden Tag, wenn ich weiß, dass 30.000 Kinder an Hunger sterben, wenn ich weiß, dass überall auf der Welt Kriege geführt werden, auch um des Profits willens. Aber da fragt niemand, ja, der Kapitalismus ist doch gescheitert, wieso haben wir hier noch Kapitalismus? Deshalb, die Sowjetunion ist gescheitert, wahrscheinlich auch berechtigt gescheitert, weil sie es nicht geschafft hat, ein wirklich alternatives Gesellschaftsmodell zu etablieren und es auch attraktiv zu machen. Es hat an Demokratie massiv gemangelt, die Leute haben das nicht als ihr Projekt wahrgenommen. Aber deshalb sind noch nicht, lange nicht die Gedanken und die theoretischen Überlegungen von Karl Marx und auch teilweise von Lenin, die man kritisieren kann, den ich auch kritisiere, aber sind diese Gedanken teilweise nicht falsch. Also diese Prinzipien eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens jenseits einer Ellbogengesellschaft, die nur auf Profite und auf den eigenen Surplus orientiert ist, das ist für mich immer noch erstrebenswert, ja. Ich würde, weil wir jetzt schon die Zeit relativ fortgeschritten ist, einen krassen Break machen und ich habe jetzt leider keine Überleitung dafür, aber ich würde gerne nochmal über deine Probleme mit Facebook sprechen. Du hast ja nicht nur Probleme mit deinem guten Medienpartner Facebook. Du hast ja nicht nur Probleme mit der Justiz oder mit der Staatsanwaltschaft, sondern du hast auch Probleme mit Facebook. Du hattest 20.000 Follower auf Facebook. Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Es sind, obwohl du ja jetzt in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit kriegst und sich da ein bisschen ausgleicht, jetzt trotzdem nur noch 16.000, du verlierst jeden Tag Follower. Mhm. Darüber wird auch viel geschrieben. Nun hast du auf Facebook auch nach Leuten gefragt, die nicht mehr dir folgen, die das aber früher getan haben. Da haben dir viele Leute geschrieben, dass
sie quasi gelöscht wurden. Nun hat unser gemeinsamer Freund Christoph Kürbel von der Bild-Zeitung endlich mal ein Statement von Facebook dazu bekommen. Und Facebook sagt im Prinzip, sie haben in ihr System geguckt, sie haben eine Stichprobe gezogen aus allen aus den 4000 Leuten, die dir da fehlen. Davon sind 90% gelöschte Accounts aufgrund von Verstößen gegen Nutzungsbedingungen. Das heißt, sie waren Fake-Profile oder haben eventuell auch Sachen gemacht wie du, das heißt verbotene Symbole geteilt. Aber vor allem haben sie sich angeguckt, die Leute, die dir da geschrieben haben, und haben gesagt, kein einziger war je nicht ein Follower von dir. Das heißt, im Prinzip sagt Facebook, alle diese Leute lügen. Ja. Was sagst du dazu? Ja. Also es haben sich mittlerweile um die 50 Leute bei mir gemeldet, die gesagt haben, wir waren in deiner Freundesliste oder wir haben dir gefollowed. Oder ich finde den Begriff abonniert besser, weil Follower brauchen wir heute nicht mehr, sondern sie haben sich über meine Seite informiert. Und auf einmal haben sie keine Nachrichten mehr bekommen und dann haben sie nachgeschaut und sie waren entweder aus der Freundesliste gekickt oder aus dem Abonnement entfernt worden, ohne ihr Zutun. Ich habe Facebook eine Reihe dieser Menschen geschickt, damit sie es überprüfen können, und die sagen, unsere Daten ergeben das nicht, die haben dir immer gefollowt oder die waren immer deine Freunde. Also Facebook sagt eigentlich durch die Blume, ja, die haben gelogen. Richtig. Also die Frage ist, warum sollten die sich denn bei mir melden? Also okay, es kann sein, auf Facebook gibt es viele Verrückte. Vielleicht haben sich ein, zwei einfach so gemeldet. Aber wenn sich 40 Leute, 50 Leute bei mir melden und sagen, hey, bei mir ist es auch so, bei mir ist es auch so, dann steckt da schon eine gewisse Systematik dahinter. Facebook sagt, diese 5000 sind weg, weil sie entweder Fake-Profile waren oder gegen die Nutzungsbedingungen beziehungsweise die Richtlinien von Facebook verstoßen haben. Was diese Richtlinien aber sind, macht Facebook nicht wirklich öffentlich. Also sozusagen, es ist ein Gesetzeskanon, den man selber nicht kennt, aber wenn man dagegen verstößt, dann ist man draußen. Also das Problem ist, dass Facebook als privater Konzern, als Datenkrake nicht transparent ist und nicht sozusagen die Geschäftspraktiken und die Techniken offenlegt. Aber Facebook, würde ich sagen, hat fast mittlerweile einen öffentlichen Auftrag und muss dazu von der Politik gezwungen werden. Und nochmal ein kleines Kommentar, die entfernt worden sind, haben keine verbotenen Sachen gepostet. Also auch diese YPG-Fahne, die ich gepostet habe, die ist nicht verboten. Das Bundesinnenministerium sagt, dass in manchen Kontexten, in gewissen Konstellationen, diese Symboliken als Ersatz für die PKK gesehen werden könnte. Aber wann das so ist, das ist rechtlich völlig offen. Und wenn ich als Halbtürke, als Wissenschaftler, der viel aus der Türkei berichtet, das poste, ist das dann PKK-Terrorpropaganda oder ist es einfach ein Informationspost? Also Facebook löscht nicht mal diese Fotos, das macht eigentlich nur mittlerweile sozusagen die bayerische Justiz, indem sie Laptops und Handys beschlagnahmt. Kannst du dir vorstellen, dass wenn du jetzt noch mehr Ärger wegen Facebook bekommst, dass du einfach sagst, okay, ich lösche es jetzt einfach, oder lässt du dich da nicht so klein kriegen? Ich habe schon eine Alternative. Ich habe seit 1,5 Jahren einen Blog. Mhm. Und meistens, wenn ich bin ja auch schon 4-5 Mal von Facebook gesperrt worden. Und ich weiche dann immer auf meinem Blog aus und dort kann man dann die Informationen bekommen. Natürlich ist Facebook angenehmer, weil es schneller geht und Facebook sozusagen die Struktur zur Verfügung stellt, aber ein Blog ist auch in Ordnung. Aber die Reichweite der Nachrichten ist dann natürlich viel kleiner als auf Facebook. Das heißt, Facebook löschen, kommt wirklich in Frage. Ich würde ja sagen, Facebook vergesellschaften und dann weiter nutzen. Ja, ich glaube schon auch, dass das so, wie es da gerade läuft, nicht so. Ist halt ein komplett freier Raum, ne? Kannst machen, was du willst da eigentlich. Ja. Aber was glaubst du, woran liegt das? Ich meine, das ist natürlich schon komisch. Anfangs, ich hatte so ein bisschen meine Probleme damit, als du geschrieben hast, ja okay, wir gehen hier Follower flöten. Da hast du sofort den Schuldigen gehabt, nämlich die Bundesregierung oder auch... Facebook hatte ich als Schuldigen, ja. Ja, aber dann auch mit politischem Druck. Dass Facebook mit politischem Druck Druck auf dich ausübt und dich klein machen möchte. Ob der politische Druck nun von der Bundesregierung kommt oder von der Regierung Erdogan, mal dahingestellt, aber du hast beide auf jeden Fall erwähnt oder die Möglichkeit erwähnt, dass sie dahinter stehen könnten. Glaubst du es tatsächlich? Also das ist ja schon fast eine Verschwörungstheoretiker. Ja, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube auch nicht, dass es nur um mein Profil geht. Diese Debatte fokussiert sich sehr auf mein Profil, aber sämtliche pro-kurdischen oder türkeikritischen Profile haben momentan mit einem Followerschwund zu kämpfen. Also meins ist jetzt in der Öffentlichkeit, aber es geht allen so.
Es geht zum Beispiel einem Hasnain Kasim, ein bekannter Spiegeljournalist, der auch sehr türkeikritisch schreibt. Der verliert auch wahnsinnig viele Follower am Tag. Das heißt, es ist sozusagen, mein Beispiel ist nur rausgepickt worden unter sehr, sehr vielen. Und solange Facebook sich nicht wirklich erklärt, transparent macht, woran das liegt, bezeichne ich das als Zensur. Einer der Facebook-Sprecher, mit dem ich in Kontakt bin, hat diese wahnwitzige Idee aufgestellt, ja, es könnte sein, dass die Leute einfach freiwillig auf Entfollowen drücken. Klammer auf, wer macht das eigentlich? Ja? Wer entfollowt aktiv? Das kenne ich fast niemanden. Aber sie würden es freiwillig machen, weil sie keine türkei-kritischen Nachrichten mehr hören wollen würden, weil, und das finde ich wirklich unglaublich, weil doch derzeit so viele positive Nachrichten aus der Türkei kommen würden, dass die Leute keine Kritik mehr daran haben wollen. Das hat dann auch eine andere Facebook-Sprecherin dementiert und gesagt, das war eine unbedachte Äußerung und so. Aber das zeigt eigentlich, dass sie vermutlich auch keine Ahnung haben, was, du hast Christoph Kürbel und den Bildartikel erwähnt, was den Verdacht nährt, dass dort auch mal vielleicht der türkische Geheimdienst einen Datenleck entdeckt haben könnte. Bei Sputnik hast du mal erzählt, wenn du jetzt nicht in Bayern wohnen würdest, wäre dir das nicht passiert. Ne? Ist es, ja. Jetzt könnte man dir ja dann sagen, ja dann... Geh doch nach drüben. Genau, dann geh doch nach Berlin und mach doch da einfach weiter. Aber das... Aber ich mag München. Ich bin schon so ein bisschen Lokalpatriot, auch wenn ich Kommunist bin. Ich habe hier meinen Freundeskreis. München ist eine schöne Stadt, wenn man weiß, wo es günstige Plätze gibt oder wo man weiß, wenn es oben kostenlosen Alkohol gibt, dann bin ich da. Es wäre ja auch zu einfach, dann zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt. Ne? Nee, also ich kann mir schon vorstellen, in einem anderen Land und so zu leben, aber München taugt mir halt auch. Aber du bist ja schon ganz schön gegrillt hier. Also ich meine, das, ist ja nicht die, das sind ja nicht die einzigen Geschichten, die wir über dich gehört haben. Ich weiß noch, Christoph Kürbels erste Geschichte, der war übrigens auch mal bei Muckbook, jetzt bei der Bild-Zeitung. Vielleicht ist das ein Muster. Wo bist du morgen? Bei der Bild-Zeitung, ja, sofort. Ja. Nun, die erste Geschichte, die er für Muckbook gemacht hat, war die Geschichte, als sie deiner Mutter das Konto gesperrt haben. Ach stimmt, das hat er damals gemacht, ja. Das war seine erste Geschichte und auch das war ja schon einfach total komisch. Und auch da haben sie dir versucht, massiv vor den Karren zu fahren. Ja. Und bist es nicht einfach leid? Nö, für mich ist es eigentlich nur Ansporn, weiterzumachen, weil es zeigt, dass die Sachen, die ich mache, die viele andere auch machen, richtig sind. Und ich halt jetzt zufälligerweise in das Visier geraten bin, aber es auch alle anderen, die irgendwie aufmucken, die kritisch sind, treffen kann. Und ich denke, deshalb ist es auch so wichtig, sich dagegen zu wehren, um zu zeigen, nee, wenn wir gemeinsam zusammenstehen, dann können wir da auch was erreichen. Im Sinne, das war zum Beispiel bei dem Berufsverbot. Ich bin jetzt angestellt an der Universität, kann dort arbeiten. Die Revolution ist nicht ausgebrochen, sondern wir machen einfach wissenschaftliche Arbeit dort. Also für mich ist das ein Ansporn. Und in der Öffentlichkeit ist immer nur das Negative. Das ist auch ein im Sinne der Medienlogik immer eher über die negativen Sachen zu berichten. Aber die große Unterstützung, die für diese Arbeit da ist, die Solidaritätswelle, die ist nicht zu missachten und die gibt mir persönlich auch viel Kraft. Das war ein schönes Schlusswort. Superschön. Dann wünschen wir dir mal viel Glück. Ja. Hoffentlich lassen Sie sich mal in Ruhe. Das wäre angenehm, weil ich muss eigentlich an meiner Diss arbeiten. Aber ich krieg's bald deinen Laptop zurück, damit du da auch arbeiten kannst. Ja, das ist kriegst du den Heile zurück. Mal sehen, ja. Wir werden sehen. Genau. Aber es gab doch auch eine Petition, ne? Was man für dich ist. Ja, es gab. Also es dieses gab, PayPal-Konto, ja, genau, war dafür da, dass man dir neue. Genau, ich habe aber mich entschieden, das zu spenden, weil sich ein kurdischer Geschäftsmann bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich finde es so gut, was du machst, ich kaufe dir einen neuen Laptop. Und hoffentlich kommt er in den nächsten Tagen an. Das heißt, ich bin von kurdischen Geschäftsleuten kaufbar. Das wird der nächste Vorwurf sein. Ja, wer weiß. Nun gut, wir düsen mal hoch zur kostenfreien schon alles weg. Neoliberalen Party da oben und freuen uns auf den nächsten Gast im Dezember. Wer das sein wird, verraten wir noch nicht. Wissen wir auch noch nicht. Wir haben auch immer noch keinen Namen. Stimmt, das wäre noch die Abschlussfrage. Wenn du dir einen Namen für dieses Format ausdenken würdest, wie würdest du es nennen? Love Talk. Love Talk. Der passt auf die Couch. Ist gut, Love Talk. Jeden, den wir bisher fragen, hat sofort eine Idee. Und wir stochern immer am Trüben. Das ist furchtbar. Ja, ich glaube, du musst das ist total deprimierend. Das wird der Running Gag einfach jetzt. Tja, nun gut. Also dann, bis nächsten Monat. Klasse, super, Dankeschön.